Hallo liebe YouTuber-Mupa-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neuer Mittwoch, neue Sendung und wie von euch am meisten gehofft, es geht ja hier Stück für Stück weiter mit den Anlagen-Updates. Ich bin ja immer noch in der Anlagenverkabelung und da geht es jetzt Stück für Stück weiter, dass hier einmal die ganze Bahnstromverkabelung ordentlich gemacht wird und wir machen nebenbei noch die letzten Loks, die wir noch umgebaut haben, beziehungsweise Arne seine Sammlung, bringen wir hier noch in DCC jetzt in die CS3 rein und testen die Loks auch dadurch durch Zufall hier auf der Anlage in DCC. Bei Arne zu Hause fahren sie auf MFX und das funktioniert sehr gut bis jetzt eigentlich. Aber da kommen wir nächste Woche zu, weil nächste Woche machen wir unsere Sondersendung, die ihr euch so gewünscht habt, das DCC-Spezial. Warum hat das jetzt ein bisschen länger gedauert? Wie ursprünglich angekündigt, wir warten noch auf Rückmeldungen von Märklin. Uns sind ein paar Sachen aufgefallen während der ganzen Umstellung und damit wir euch natürlich ein ordentliches Video machen können, haben wir natürlich alle Möglichkeiten abgeklärt, um auch hier alles richtig rüberzubringen und richtig zu erklären, damit möglichst keine Lücken entstehen für euch und ihr daher dann ein richtig gutes, aufbereitetes Video habt, um auch vielleicht für euch mal sich die Frage zu stellen oder für euch einfach zu überlegen, was mache ich, Multiprotokoll oder will ich nur MFX fahren oder DCC? Gut, da will ich jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Ich will auch mal eine kürzere Anmoderation machen. Also, wir machen ein bisschen Anlagenverkabelung heute und haben noch Arnes Intercity 1 umgebaut. Der ist jetzt vollständig da, auch siebenteilig wie meiner. Da haben wir Radsätze getauscht und sowas. Und dann machen wir noch ein paar Testfahrten wieder. Das ist halt momentan jetzt gerade immer wieder der Fall. Das habt ihr die letzten zwei Wochen auch schon gesehen. Manche freut das, manche haben geschrieben, oh, schon wieder Züge. Ja, früher habt ihr euch immer, also in der ersten Sendung habt ihr euch immer gewünscht, dass hier mehr Züge fahren. Jetzt fahren mehr Züge, ist auch verkehrt. Nein, aber das ist ja so Spaß, weil es gehört einfach dazu. Wir machen momentan viele Testfahrten und da werde ich nächste Woche drauf eingehen, auch eine Sache richtig rauskristallisiert. Durch die Überarbeitung der Elektrik, höheren Querschnitt der Leitung und sowas, haben wir mittlerweile hier keine Störgeräusche mehr. Also bis auf, dass man so ein bisschen die Elektrogeräte hört oder mal einen Lokdecoder, ist der Raum komplett leise. Und das ist die größte Errungenschaft überhaupt. Klar ist es egal, wenn man einen Zug fährt, aber diese Störgeräusche waren schon teilweise, würde ich sagen, fast extrem. Und da haben wir natürlich viel nachgearbeitet. Gehen wir aber nächste Woche drauf ein. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video und dann hoffentlich könnt ihr es noch bis nächste Woche aushalten und dann, wenn euch das gefällt, lasst ein Abo da, Daumen hoch und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch zur Sonderfolge DCC-Umstellung. Ja, alles klar. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten.
So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich erstmal die Verteiler aufgeräumt und habe da erstmal die Kabel ein bisschen sortiert, richtig angeschnitten und all sowas auf die Länge gebracht. Das ist erstmal der erste Step. Als nächstes kommen die Zuleitungen, deswegen liegen hier noch vereinzelte Kabel, das sind Zu- und Ableitungen zu anderen Bereichen, kommen mit neuen Kabeln, die bisher einen höheren Querschnitt haben, also Leistung, mehr Leistung aufnehmen können. Und dadurch verspreche ich mir, dass wir weniger Geräusche haben. Das hat Stefan mir empfohlen. Ich teste das. Ich habe es auch hier oben schon getestet, also ist tatsächlich so. Ja, genau. Aber ich denke mal, so sieht das schon ganz ordentlich aus. Und ja, das nützt halt nichts, weil auch wenn man mal irgendwann auf Fehlersuche gehen muss und so, das muss alles Hand und Fuß haben. Und ja, genau. Ich muss jetzt schon zwei Kabelkanäle fertig. Wenn ich das dann fertig habe, gehen wir weiter in der Verstromung, gehen die ganze Anlage durch, Schattenbahnhöfe neu versorgen mit Hauptleitung. Wenn wir dann den Bestand fertig haben, dann gehen wir hier oben über mir, hier quasi. Kann ich mal hochschwenken? So. Yes. Ne, die Kamera ist zu cool. Die hält mich. Die hält den Fokus. Gut, zeig dir nochmal. Machen wir die Verkabelung hier oben neu. Alles ordentlich soweit, dass die Anlagenverkabelung fertig ist. Dann werden die Weichen angeschlossen. Also, ich habe ja noch so 15, 16, 17, 18 Weichen, die ich noch anschließen muss, glaube ich. Ja, genau. Die mit auf die Tastschalter noch kommen, analog geschaltet. Und dann geht es nachher, wenn ich das fertig habe, soweit an die Blockabschnitte. Ja. Aber nützt nichts, das muss immer fertig werden, bevor wir eine andere Baustelle anfangen. Sonst weiß man her gar nicht mehr, wo man ist und wo man stehen geblieben ist und findet sich nicht zurecht. Das muss auch alles ordentlich beschriftet werden, so dass wir da wirklich gut vorankommen. Genau, so, das war's erstmal. Gleich geht's weiter.